Hallo, Hallöchen und willkommen zurück bei World of Warcraft mit dem Hoofwhite, unserem Paladin-Tauren. Und ja, wir haben so ein bisschen was zu tun. Warum habe ich denn jetzt die Caps Lock Taste angemacht? Ich weiß es nicht. Wir haben so ein bisschen was zu tun. Das Siegel. Wir machen erst das und ja. Wir müssten ja eigentlich schon fast. Ja, die Level 69, das Level 69 sicher haben, oder? Level 69 sollte uns ja sicher sein. Ich weiß gar nicht mehr, was kam denn danach? War of Lich King. So, erstmal hier. Erstmal hier mir Zugang verschaffen. Die hübsche Blutelfin. So. Das ist zu weit entfernt. Ja, aber sie kommt ja näher, die gute. Sie kommt ja näher. Da ist, glaube ich, die Konsole, die wir brauchen. Warte. So. Und wir haben Level 69 erreicht. Juhu. Ja, cool. Glückwunsch, Stufe 69 erreicht. Der Nexus ist das neue Dungeon. Der Karteanzeige. Ich hasse es, wenn das passiert. Der Nexus auf der Karte. Ja, ist egal. Moment. Eigentlich musste ich niesen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Sie versuchen, die Formen abzuschreiben, als sie an euren Augen vorbeiziehen. Die Ergebnisse sind nicht gerade genau das. Aber sie sollten genügen, um den Verdacht der Aldor zu bestätigen. Bringe die Steuerungsabschriften von Binar zu Archmo und Katja in Area 56. Yes. Natürlich. Aber jetzt der Nexus. So, jetzt auf Karte anzeigen. Das gibt's doch nicht. Den zeigt er mir auf Karte an. Das ist lustig. Also das ist manchmal ein wenig sehr komisch. Ah, weißt du, es ist komisch. Es ist einfach komisch. Mann, wir haben ja echt so viele Siegel von daraus. Ja, da müssen wir auch noch rüber. Alter, wir haben noch so viel Quests zu erledigen. Alter, Schwede. Es ist komisch. Komisch. Die Naru haben uns nicht vergessen. Gut gemacht, Hoofwhite. Gebe mir ein paar Augenblicke, um die Abschnitte zu lesen. Ihr habt den Dank der Priesterschaft, Paladin. Oh nein, sie gibt uns eine neue Quest. Ich wusste es. Wir können die Mana-Schmiede nicht mit Gewalt abschalten, da wir sonst eine Explosion auslösen könnten. Die Scherbenwelt bis in den Kern erschüttern würden. Naja, welcher Kern? Laut eurer Abschrift gibt es einen Notschalter, der die Technologie dauerhaft abschaltet. Eine Sicherheitsmechanismus, der bei der Technologie der Naru Standard ist. Für diesen Vorgang braucht ihr einen Kristall, der euch die Kommunikation mit der Konsole ermöglicht. Dieser Zugangskristall befindet sich schon da. Unsere Informationen sofort im Besitz der Vorarbeiters namens Terades.
Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Ja, aber natürlich. So, der, da dürfte ich jetzt nämlich keine Quests mehr. Hey, wie geht's euch so? Bleibt gut drauf. Bleibt sauber. Ah, und da war's dann. Ja, so. Träumchen. Huh. Schon wieder in die Richtung, könnten wir eigentlich mal durchfliegen auf das kleine Inselchen da. Schade, ich dachte. Oh. Hallo, mein Freund. Ich bin außer Reichweite. Ja. Erstmal wieder außer Reichweite. Wir wollten das. Mal von Sagaras. Das Mal von dem Korrumpierten. Titanen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ja, es tut mir leid, dass ich ein bisschen weiter weg stand. So. Uah. Den habe ich ja voll übersehen. Wo kam der jetzt her? War der vorhin schon hier? Achso. Muss ja echt sagen, sind da. Bisschen hier kloppen gehen, wa? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nein, ist er nicht. Dieser Zauber ist einfach noch nicht bereit für dich. Oh, da machen wir schon. Hoffe ich auf jeden Fall. Na gut, Gold. Also, beziehungsweise Geld, Silber. Unschätzbar. So, dann haben wir das nämlich damit beendet. Ich will mal einmal ganz kurz wissen, wo es denn dahin geht. Uah. Nein! So, damit kommt man auch auf die andere Insel rüber. Haha. Noch eine Mana-Schmiede, okay. Sie haben einfach viel zu viele Mana-Schmiede. Alter, wo sind wir denn hier? Mana-Schmiede, Legion der Trümmer, okay. Achso, hier. Ah, das ist wahrscheinlich den, den wir brauchen. Und da kommen wir natürlich nicht so einfach dran. Das
wir erstmal uns ein wenig durchfalten, was eigentlich, glaube ich, gerade sehr gut klappt. Legt dies den Seher in Schattrad als Beweis vor. Ja, das Problem ist aber. Hab ich jetzt das Quest gerade beendet? Nee. Wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab den gerade aus dem Auge verloren, leider. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, also. Ich muss näher ran. Ja, näher ran an die Füße. Hotte. Was? Achso. Ach ja, hier kann ich ihn ja wieder wirken. So. Ehre dem König, Freund. Wenn ich muss vom Fluch des Turmes frei sein will, muss ich das Siegel haben. Ah, es ist so wundervoll, wie ich es in Erinnerung hatte. Könnt ihr die Macht, die davon ausgeht, spüren? Naja, kommt drauf an. Natürlich ist nicht noch viel mehr zu tun, aber ihr habt meinen tiefsten Dank dafür, dass ihr mir das Siegel zurückgebracht habt. Halt die Klappe. Was nehmen wir denn dafür? Was nehmen wir denn dafür? Was nehmen wir denn dafür? Ach so. Die Kirin-Tor haben unsere Expedition einen weiteren Gegenstand aus Kreatos Besitz mitgegeben. Es handelt sich dabei um sein Zauberbuch, das Krasus Kompendium genannt wird, das ist alles Zauber enthält. Das alle Zauber enthält. Die Krasus beherrschte war es um eine unersetzliche Hilfe im Krieg. Bevor Keltas und seine Truppen Kilrin war besetzt haben, wurde mir das Buch von einem rebellischen Schüler, der begierig darauf war, die Nekromantie zu erlernen, gestohlen. Der Lehrling und seine Anhänger haben sich aufgeteilt und das Buch heimlich studiert, wobei sie sich in ihren Häusern im Süden der Stadt eingeschlossen haben. Holt euch hier Chaos Kompendium Kapitel 1. Ja, alle Kapitel. Ja. Natürlich. Wir müssen natürlich hier irgendwo hin. Mein Gott, ey. Kaum sind warm, muss man Fenster aufhaben. Tausende von Fliegen. Mein Gott. Und dann auch noch so eine nervende Fliege. Ich war mich dort waschen. Ich hab mich gewaschen. Man entdeckt Zaubergasse. So, meine Freunde. Wo seid ihr denn? Gefunden. Finde ich die jetzt in den Häusern oder bei denen? Wahrscheinlich in den Häusern. Da. Hallo? Hier rein? Was? Wo? Bitte? Was? Wo denn? Hä? Ach doch, eher da. Nee, aber. Hä? Das ist zu weit entfernt. Kann doch mal gleich angucken. Welcher Schlamm Mütze an mir da? Hä? Ach doch, war richtig. Da kam der Hammer von oben. Hallo? Ach so.
Ja, Moment. Tach, Abbild vom Erzmagier. Braucht ihr Hilfe? Habt ihr das Buch besorgt, Ruf White? Das Abbild von Erzmagier Vigor scheint das Kompendium zu begutachten. Es ist ein wenig mitgenommen, aber wenn man bedenkt, was es durchmachen musste, es ist ein Wunder, dass es überhaupt überlebt hat. Bewahrt es auf, Hufweit. Ohne das Buch haben wir kaum eine Chance, den Schutzschild des Turmes zu durchbrechen. Auch wenn ich froh bin, dass ich das meiste von Kreos Kompendium zurückhabe, ist es ohne den... Was? Helioruptus Octulus nutzlos. Seht ihr, Krakus war sich der unermesslichen Macht des Buches bewusst und hat Vorkehrungen getroffen, damit es von gierigen Blicken geschützt bleibt. Nur ein Magier mit großem Wissen kann den Kompendium mit Hilfe des Octulus sein Geheimnis entlocken. Während Kelters Angriffe hat einer seiner Leutnants Zauberherrscherin Amelia. Was Maritelle des Octulus auch aus dem Turm gestohlen und es zum Sonnenzornposten gebracht. Sie hält es sicher für ein hübsches kleines Schmuckstück. Für die Allianz. Ja, wir bringen es dir. Achso, der Turm wahrscheinlich nicht. Achso, aber das ist genau in dem Turm, wo wir rein müssen. So, hier ist der Sonnenzornposten. Dumm. Dumm. Oha. Irgendjemand hat mich schon entdeckt. Also. Ah doch. Wo ist die Rolle denn? Ach da! Tachchen, dich brauche mal. Tut mir sehr leid, junge, hübsche Blutelfen, aber ich brauche jenes. Ja. Ausgezeichnet, Hufweit. Jetzt haben wir fast alles geschafft, was wir benötigen, um Kelters Magie zu durchbrechen. Und wenn die Blutelfen unter dem Verlust ihres Kommandanten hier leiden, dann umso besser. Als nächstes müssen wir meinen Vertrauten Glecharius aus den Händen der Blutelfenbeschwörers, der ihn gefangen hält, befreien. Beschwörer Kantin war einst einer der erfahrensten Magister in der Streitmacht, die Kelters losgeschickt hat, um Karim Vahar auszulöschen. Es ist ganz normal, dass er mein Vertrauen als Trophäe haben will. Was er meinen Vertrauen? Achso, ich bin mir sicher, dass Kantan, dumm wie er ist, versucht hat, Glitarius zu seinem Diener zu machen. Ich habe herausgefunden, dass Katin sich jetzt in der Mana-Spiele Durot aufhält, falls dies euch etwas sagt. Ziehe den Ehrenfreund. Es sagt mir zwar nichts, aber... Fight! Oh, achso. So, gibt erstmal hier richtig Frostschaden. Level 19. Die ist ja schon gleich mit denen. Ja, wo habe ich die Monstermöhre her? Das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Das hatte ich hier aus Rainer. In meiner Garnison. Da habe ich die Aufgabe erfüllt gehabt. Ich glaube, das war das mit dem Garten da. Kann man sich nachher hier für so und so viel Samen, glaube ich, oder wie auch immer das heißt. Es ist wirklich schon über ein Jahr her. Da kann man sich die Monstermöhre dann nachher kaufen.
für irgendwie, ich glaube, Samen oder irgendwie sowas, was man bei den Pflanzen da bekommt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz so. Aber da auf jeden Fall kriegt man diese coole Monstermöhre. Ich finde die cool auf jeden Fall. Ganz ehrlich sagen, ich mag sie. Einer mit meiner Favorites. Das ist so einer mit meiner Favorites. Kurzen Moment mal eben. Da sind wir auch schon wieder. Also heute nur Unterbrechungen, wie man sieht. Nur Unterbrechungen, aber gut. Wenn man Kinder hat, da sehe ich mal von ab. Dann ist das ganz normal. So, wir wechseln auf die Schwester der Versuchung. Was nicht normal ist, ist immer, dass das Telefon meistens dann geht, wenn ich am Aufnehmen bin. Aber glücklicherweise mal auf Holz klopfen hier. Moment, hier. So. Ist es bis jetzt ruhig geblieben jetzt. Vorhin hat es ja einmal geklingelt, aber nun ja. Das geht ja. So, wir wechseln auf unser Froschi, die Frosch. Froschi! Und kriegt natürlich direkt eine auf die Nase. So. Ach, die Maus ist aber... Ach, guck mal, wie die guckt. Wie süß. Sicher jetzt erst. Oder habe ich noch nie eine Maus gehabt, die ich gefightet habe? Die ist aber süß. Der Avatar ist ja süß. So, gewonnen. Yeah. Ihr habt gewonnen. Schwierigkeitsbonus. Ja. Und nochmal Schwierigkeitsbonus. Und dann können wir jetzt mal eben ganz schnell einmal meine Haustiere wieder heilen. So, jetzt müssen wir da wieder rüber. Meine Güte. Wo wir überall hin müssen, das ist ja echt Träumchen. Maschinenschmiede Duro entdeckt. Wir suchen eine Beschwörer. Wieso können die mich denn sehen? Ich habe gerade so ein bisschen Frostprobleme. Du kannst es halt nicht anwenden. Natürlich kannst du das anwenden. Das geht dazu. So. Action hier. Wir brauchen, habe ich jetzt noch nicht von die Flinte gekriegt. Ich bin außer Gefecht. Das ist zu weit entfernt. Hallo, der ist gar nicht so weit entfernt. Das ist nur verwirrend, weil da unten noch welche rumlatschen. Wo soll die Olle jetzt sein? Ah, Moment. Aber das ist ja gar nicht. Es ist nicht die gesuchte Person. Es ist nicht die gesuchte Person. Vielleicht müssen wir ja doch rein. Schwörer, Katara nicht. Ich guck mal ein bisschen hier, aber das auch niemand. Soll diejenige sein oder derjenige? Wir gehen einfach mal einmal reingucken. Wenn ich dumm hätte, warten sollen, bis die sich dagegen setzen. Ah, egal. So, wir gehen einfach mal rein, einmal. Uah.
Ja, super. Dann bin ich auch beide an. Ich hab echt gedacht, kommt er schon wieder. Ist der vielleicht hier irgendwo, spawnt oder so? Das tut, also ich sehe die Olle auf jeden Fall nicht. Also auf jeden Fall die, die wir brauchen sollten, würden. Oder läuft die hier irgendwo anders rum? Ich nehme mal hier so an der Seite entlang latschen. Ja, das... Ach du Scheiße. Hahaha. Hallo. Alter, was geht denn hier? Was ist jetzt kaputt, ne? Spawner dauern neu oder was? Das spawnen doch jetzt gerade ganze Zeit neu, oder? Das ist so nicht. Ich muss näher ran. Das spawnen doch jetzt die ganze Zeit neu. Da bin ich nochmal eine Runde weg. Hohoho. Gerade böse aus. Ja, es liegt immer noch auf. Es sieht gerade böse aus. Erzähl dir nichts. White, erzähl dir nichts. Hau einfach drauf. Mach jetzt hier nicht einen auf Helden. Ah, Mann! Das gibt's doch nicht. Das lädt immer noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gut, ja, für einen Moment einmal eben so ein bisschen knapp hier, ne? Jetzt hänge ich auch noch fest, das ist gut. Da eben einmal hochheilen, das gibt's ja gar nicht. So. Ja, wo soll die denn sein? Das kann... Das muss doch hier irgendwo sein. Hoffe ich jetzt gerade nicht. Moment. Irgendjemand hat mich hier erwischt. Ich weiß noch nicht ganz genau wer. Mann. Kann ich noch nicht. Das ist der Nachteil manchmal beim Spielen, dass man dann sich festhakt. Muss man erstmal die Questlinie einmal ganz kurz durchlesen. Ja, super. Besiege Beschwörung Katharina in der Magbina-Schule auf der Insel nördlich von. Jetzt müssen wir die Vertrauten.
Sicher ist wenn du. Sich jetzt in der Mana-Schmiede nur aufhält, falls dies euch etwas sagt. In der Schmiede, aber hier ist ja gar keine. Ist ja gar nicht in der Schmiede gewesen. Also ich habe es ja jetzt nicht gesehen gehabt. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht eine Abzweigung gehabt, dass ich da jetzt nicht gut geguckt habe. Aua. Dreckiges Miststück. So. Dreckiges Miststück. In der Mana-Schmiede. Mana-Schmiede. Hier ist die Mana-Schmiede. Wir sind jetzt in der Mana-Schmiede. Ah, vielleicht da lang. Nö, nicht. Lass sie mal sich gegenseitig da platt machen. Da geht's auch nur raus und dann müssen wir noch mal rein. Hä? Oh. Irgendjemand habe ich gezogen, glaube ich. Oder nicht? Hä? Wo soll die Olle denn sein? Die zieht das Let's Play unnötig in die Länge, weil ich ihn nicht finde. Das gibt's doch nicht. Ist die? Das kann ja nicht sein. Hier ist die irgendwo. Ich überfliege das Feld jetzt hier einfach mal. Hallo? Also, irgendwo hier müsste ja sein. Wo bist du? Da! Soll noch mal einer finden? Aua! Schreit der Bauer! Äpfel sind sauer! Ist die ganze Zeit schon hier rumgelaufen? Ist jetzt ehrlich gesagt nicht warum. So, jetzt mal was ja. Kann ich für euch tun? Ja, eher was ich für euch tun kann. Ich weiß nicht, ob es nur eine Verzerrter ist, aber das Erzmagier scheint zu lächeln. Verzerrung ist. Jetzt, da ich alle meine Besitztümer zurück habe, habe ich alles, um Keltas Magie zu durchbrechen. Ich werde den Zauber gleich wirken. Jetzt, da ihr alle Gegenstände, die ich benötige, um Keltas Fluch zu brechen, gesammelt habe, gibt es noch eins zu tun. Als Keltas den Turm versiegelt hatte, der einen Argonen-Golem, der als Akulas bekannt ist, aus dem Grund des Turmes platziert. Ihr müsst Arkelos besiegen, damit ich innerhalb des Turms wieder meine Magie wirken kann. Wenn ihr diesen violetten Turm betreten, wird der Fluch euch treffen. Sobald ihr Alkoholes besiegt habt, steigt der Turm hinauf und unterstützt mich bei der Vorbereitung für das Ritual. Seid vorsichtig. Aber natürlich. Hier ist irgendwo ein Flugpunkt, sehe ich gerade. Moment, den würde ich mir gerne holen. Jetzt fliege ich ein bisschen doof, aber... Ach! Da ist der... Ich nehme nur den Flugpunkt mit. Die Quests da nehme ich natürlich noch nicht an. Wie gesagt, nur
rein. Den Flugbogen mitnehmen. Rest machen wir noch nicht. So wird ein wenig länger als gedacht hier die Runde, aber ich denke, das ist zu verkraften, wenn wir mal einmal was länger aufnehmen und die Runde ein bisschen länger geht. Dafür haben wir ja auch schon mal kürzere Runden. Der Kapellenhof. Ich würde sagen, dann machen wir nämlich das Viech noch eben platt und dann, ja. Das hat ein bisschen was von Undercity hier, die ganzen Dinger, oder? Und hier sind natürlich auch tausende von... So, der violette Turm. Und da ist dieser Golem, den wir besiegen müssen. Das geht aber. Oh, geht aber. So, wo ist er denn hin? Alter, was wir da nach oben latschen müssen, ne? Das Schlimme ist, man kann ja nicht hoch fliegen oder so. Hä? Hallo? Mein Gott. Bisschen leicht übertrieben, mein Freund. Ein wenig leicht übertrieben. So, und damit verabschiede ich mich, verabscheue mich auch. Der Fluch des violetten Turmes verursacht Schaden um 50% verringert. Ja, wie gesagt... Wir sehen uns dann im nächsten Gameplay. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Euer Johnny Doe. Ciao.